Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Forza Motorsport 7. Heute geht es nach Daytona und wir werden heute unterwegs sein in 4K60, wieder mal auf dem PC. Aber dieses Mal haben wir hoffentlich keine Mikroruckler. Nein, es gab keinen neuen Grafikkartentreiber oder so, den man sich holen konnte. Wir starten übrigens zwei Plätze weiter vorn. Nicht wegen unseres Outfits, sondern wegen einer Mod, die ich hier verwendet habe. Ich muss den Sound wieder laut machen. Ach du liebes Bisschen, ich höre ja gar nichts. Ich nehme das Ganze nämlich mit meinem neuen Capture-Device auf. Wow! Mit meinem komplett neuen Capture-Device auf und dadurch habe ich keinerlei Software mehr, die irgendwie im Hintergrund läuft. Und jetzt kann man auch nicht mehr sagen, hey, Shadowplay oder Share oder wie es mittlerweile heißt, ist jetzt irgendwie schuld daran. Ab jetzt legen wir die Karten auf den Tisch und sagen quasi, was Sache ist. Bäm, schön überholt. Könnte sein, dass ich eventuell die Getriebeübersetzung etwas zu kurz habe. Wow, im Oval mit einem Formel E ist ja schon ein bisschen krass. 217 km/h, ja. Formel E ist halt schon in vielerlei Hinsicht ganz cool, aber das hier gerade ist schon so ein bisschen komisch. Ja komm schon, gutes Überholen könnt ihr uns auch nochmal geben, oder was? Waren jetzt zwei Leute überholt. Das ist schon der vierte Platz tatsächlich. In 7 Runden müssen wir insgesamt Erster werden. Ja, und hier sieht man es, das Getriebe ein bisschen zu kurz übersetzt, definitiv. Na, ansonsten der fünfte Platz. In den Kurven haben wir wieder so ein paar leichte Balanceprobleme. Deswegen ich da auch ein bisschen vorsichtiger bin. Ja, man muss schon sagen, es ist ein bisschen unaufgeregt hier im Rennen. Oh Mann! Eieiei, gerade so noch gerettet die Situation. Ich muss mich auch ein bisschen überrascht zeigen. Die vorne, die vier, die fahren ein ganz gutes Tempo. Bin da zu keinem Zeitpunkt näher gekommen. So, ich weiß, was ich mache, statt den Sound lauter zu drehen. Ich nehme einfach den zweiten Kopfhörer, also beziehungsweise die zweite Hälfte des Kopfhörers auch dran. Jetzt höre ich auf beiden Ohren.
Alter, was für Bremsen hat das Teil denn? Aber irgendwie fühlt er sich heute sehr komisch an. Ich komme gerade gar nicht zurecht mit dem Teil. Ja, die Art von Kurven ist halt ein bisschen kritisch. Man muss halt hier ein bisschen reinbremsen. Wenn das Fahrzeug grundsätzlich ein bisschen instabil liegt, dann ist das natürlich nicht so einfach. Halbe Sekunde Rückstand im Delta. Ja, in den schnellen Kurven holen wir auf, aber das war's dann auch. Ich muss viel später anbremsen. Komm ein bisschen näher, Mann. Das dürfte wohl doch gehen. Ja, wenn wir eh schon bei Topspeed sind, dann fahre ich hier die etwas kürzere Strecke. Dementsprechend weiter innen. So. Eventuell ist es auch einfach nur das Limit der Strecke, was ich hier noch nicht ganz ausreizen kann. Oh ja, 1,2 Sekunden in Sektor 1. Ja, ich unterschätze immer die Bremswirkung in Forza, vor allem wenn es zu Formelfahrzeugen oder so geht. Da können die Dinger bremsen als... keine Ahnung, als wärst du plötzlich 50 Tonner, der einen Rollwiderstand hat, wie sonst gar nichts. ...1,9 Sekunden im Delta, das wird besser. Das war nicht gut. Na, Mist. Bisschen Zeit verloren. Ich glaube, 3-4 Zehntel etwa sind da noch zu holen. 3 Runden haben wir aber noch zu fahren. Das könnte der 5. Platz werden. Ja, hätte ich mich ein bisschen früher rangemacht an das Limit des Fahrzeugs, dann wäre ich hier eventuell auch um P4 mitgefahren. Nicht schlimm, es ist eine neue Session, neuer Tag. Und dementsprechend muss ich mich hier auch ein bisschen einfahren. Ich habe da ein bisschen extended. Ah, es hat, glaube ich, nicht viel gebracht oder eigentlich gar nichts. Ja, einige Leute meinen, es sieht so aus, als würden die Vorderreifen sich nicht bewegen. Mag vielleicht so aussehen. Aber sie drehen sich definitiv. Also man sieht es auch, wenn man quasi auf den innersten Streifen schaut. Bevor dann die ganze Radaufhängung und so kommt. Ah, Mann, ey. Komm schon. Der 6. Platz, aber das könnte gleich ein bisschen schlimmer ausschauen.
hinter uns, da sammeln sie sich alle. Ich glaube, in den ersten zwei Kurven, in der ersten Schikane, versuche ich immer ein bisschen zu schnell zu sein. Das kostet dann echt viel Zeit für die nächste Schikane, für die rechts-links danach. Jawohl, rechts hört man ein bisschen Musik gerade. Es kann auch sein, dass sie hier einfach mega schnell sind. Ist jemand von euch schon Formel E hier gefahren? Ist die KI eventuell auf dieser Strecke speziell sehr stark? Weil auf kaum einer Strecke habe ich mich so schwer getan gegen die Jungs und Mädels. Wie hier. Aber hey, es läuft super flüssig. 4K, 60 Bilder pro Sekunde. Alles wunderbar. Und jetzt müsste ich eigentlich nur noch die Kantenglättung hochdrehen und vielleicht auch noch die die Dingens. Die Auflösungsskalierung. Das wär's. Aber es wird definitiv nicht der fünfte Platz. Bestenfalls der sechste. Und auch um den müssen wir so ein bisschen bangen. Hinter uns gibt es einen kleinen Zweikampf. Seite an Seite fahren die da. Kann man auch im Rückspiegel beobachten, das Ganze. Das war mal gut. Aber so viel schneller sind wir, glaube ich, in Summe auch nicht. Beim Kurveneingang sah es immer so aus, als würden wir da mega aufholen, aber irgendwie ist man in Summe doch nur etwa gleich schnell. So. Bisschen schade, dass wir kein gutes Überholmanöver scheinbar bis jetzt vollzogen haben. Oh, 66.000 so schneller. Da seht ihr mal, was passiert, wenn man den letzten Sektor ordentlich schafft. Das sah sehr gut aus. Das könnte eine sehr schnelle Runde werden. Jetzt sagt das Delta, oh, doch, minus eine Sekunde, wow. Auch mal hier so spät gebremst wie noch nie. Ich glaube, das war definitiv zu früh. Oh, aus Versehen aufs Zurückspulen gekommen. Ich wollte eigentlich nochmal... Ja, total sinnlos. Ich wollte nochmal hochschalten, aus Gewohnheit. Es ist ungewohnt, hier mit knapp 200 oder so durchzufahren, Mensch. Aber Hauptsache mal das Zurückspulen verwendet und nichts verändert an der ganzen Chose. Jawohl, diesmal was Neues hinbekommen, nämlich den ersten Teil verhauen und dadurch kommen die Jungs hinter uns jetzt ran. Es könnte nochmal ein Fotofinish werden.
Wow. Alter Falter, da wurde es am Ende noch mal ein bisschen knapp. Ja, eine Sekunde hätten wir im Delta noch gehabt in der ersten Sektion, aber man sieht's. Ja, da vorne fahren die ja alle dieselben Zeiten, also wirklich fast exakt dieselben Zeiten gefahren. Das ist sehr, sehr krass. Und insgesamt sind wir in der Gesamtwertung Vierter. Ja. Aufzeichnung dennoch mal speichern, denn vor allem die Zieleinfahrt fand ich sehr schick. Ja, ansonsten lief es doch flüssig, oder? Ich glaube, wir haben nichts bemerkt an Problemen. Das ist wunderbar. Es ist interessant jetzt zu sehen, dass Shadowplay oder Share so viele Probleme bereitet. Denn, naja, eigentlich hatte ich das nicht erwartet. So, Hennessey, BMW M305 oder... Oh, was nimmt man denn hier mit? Mal den seltenen Anzug nehmen. Preiskisten. 123.000 Credits haben wir im Moment. Ja, vielleicht mal fortgeschritten. Ich finde die Dinger ja geil. Ich finde bezahlte Lootboxen nicht cool. Aber wenn man sie ingame so machen kann, dann finde ich es sehr, sehr geil, weil es hat so einen gewissen Reiz. Und wir kriegen einen Mini Cooper. Österreich, schon in Besitz. Ach, deswegen haben wir 12.000 Credits bekommen. Finde ich okay, ja. 4.000 Verkaufswert, Abzeichen. Na gut, das war jetzt nicht so die Lootbox, die man sich wünscht. Schade. Mount Panorama Circuit, Bathurst. Okay, unter dem Namen kenne ich die Strecke besser. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht direkt Rennen starten. Nein, haben wir nicht. Gemacht haben, denn hier muss man definitiv den Gang, das Getriebe nochmal länger übersetzen. Ja, 226 klingt auf jeden Fall schon mal besser. Vielleicht mal 228 klingt noch besser. Und eventuell können wir ja so ein bisschen Abtrieb nochmal reduzieren, denn es gibt einen Mittelteil, da kann man sehr, da braucht man sehr viel Abtrieb oder da ist Abtrieb gut. Auf den Geraden aber, und davon hat Bathurst ebenfalls zwei unfassbar lange. Da kann man richtig, richtig viel Zeit rausholen, wenn man auf der Geraden halt nur mal schnell ist. So, das große Finale der Formel E hier im Spiel. Und die Leute, die sagen, ey, unrealistisch, Formel E fährt doch eigentlich nur in engen Stadtkursen, auf engen Stadtkursen. Überlegt euch lieber, wie geil es wäre, wenn die wirklich in Bathurst fahren würden. Das wäre richtig cool, denn die Strecke ist toll. Ich glaube, hier habe ich mein erstes Langstreckenrennen auch wirklich lange verfolgt. Also das erste Langstreckenrennen, das ich länger verfolgt habe, war hier. 12 Stunden in diesem Jahr war es, glaube ich. Wo am Ende ein Ferrari gewonnen hat. Spoiler. Ja, aber ich glaube, das weiß man auch, wenn man das Rennen oder sich allgemein dafür interessiert. Okay, da kann ich nicht Vollgas durch. Tut mir leid, Mate. Nimm's mir nicht übel, nimm's nicht persönlich. Oh mein Gott. Eieiei. In diesem Bereich kann man schon viel mit Abtrieb anfangen, aber auch ohne kann man hier bei hohen Geschwindigkeiten, glaube ich, ganz gut die Power der Teile nutzen. Oh Mann. Und durch den geringeren Abtriebswert kommt man hier auch ganz gut durch. So, jetzt bin ich mal auf die gerade gespannt. Wo geht die Reise hin? Geht's ein bisschen nach vorne? Geht's ein bisschen nach hinten? Wer weiß. Ja, ich probiere zwar im Windschatten zu bleiben, aber ich bin, glaube ich, zu weit weg. Moment mal ganz kurz. Ich möchte eine Sache im Optionenmenü aktualisieren. Distanzanzeige. Ja, bitte. Ich möchte nämlich sehen, wie viel Meter Abstand wir haben.
Denn wenn die Anzeige nicht größer wird bei Höchstgeschwindigkeit, so, wenn wir jetzt zum Beispiel näher kommen würden, von den Metern her, heißt es, dass wir definitiv schneller sind. Ja, wir sind definitiv schneller. Und wenn du auf Geraden keine Meter verlierst, heißt es für gewöhnlich auch, dass du gerade schneller bist, weil er an einem Punkt der Geraden ist, der weiter vorne liegt. Insofern konnte er länger beschleunigen für seinen aktuellen Geschwindigkeitswert und du nicht so lange. Wenn du am Anfang der Geraden zum Beispiel so schnell bist wie er zur Mitte der Gerade hin, dann weißt du, also beziehungsweise wenn du keine Meter verlierst, dann weißt du, dass du auf der Geraden schneller sein wirst. So, am Anfang verlieren wir ein bisschen, wir verlieren so ein bisschen. Und irgendwann kommt vielleicht der Punkt, wo wir, also wir verlieren keine Zeit, wir verlieren nur Meterabstand. Irgendwann kommt vielleicht der Punkt, wo wir metermäßig auch rankommen. Das wäre dann der, wo wir Windschatten haben, wo er keinen Windschatten hat und so weiter und so fort. Und halt der niedrigere Abtrieb, der sich ebenfalls bemerkbar machen würde. Ja, 7 Runden Bathurst finde ich sehr schön. Die Strecke geht zwar von der Rundenzeit her ein bisschen länger als die letzte. Aber die Strecke macht Laune. Nur ist es halt echt schwer hier zu überholen. Musste auch der Ferrari feststellen, der dann irgendwann, glaube ich, gegen den Mercedes durchgeschlüpft ist. Okay, weiter geht's. Oh, schöner Kurvenausgang. Und ihr seht, jetzt machen wir Meter gut. Das heißt, wir haben einen deutlich besseren Kurvenausgang gehabt. Wenn wir sogar einen Meter rankommen, dann heißt das, dass wir sogar zeitentechnisch noch viel krasser rankommen. Jetzt vielleicht gerade mal noch eine Zehntel der Abstand. Autsch, da habe ich ein bisschen mal nicht gelenkt. Bin ich vom Stick abgerutscht. Aber das war ein schönes Überholmanöver. Wow, die Dinger haben ja so schon genug Abtrieb, dass man hier voll durch kann, sogar fast. Heieieiei. Na, hier in der Kurve, da habe ich Probleme. Die bergab. Das ist nicht so geil. So, Top 4 sind noch vor uns. Einer ist schon ein bisschen weiter weg. Aber die drei dahinter, die können wir auf jeden Fall noch in den nächsten 3-4 Runden kriegen. Ja, und ihr seht auch, die Top Speed, die zahlt sich hier aus.
Ja, hier war der Kurvenausgang jetzt nicht ganz so stark, aber ihr seht, na, wir verlieren nicht so viele Meter. Und jetzt ist der Zeitpunkt, glaube ich, gekommen, wo wir wieder rankommen könnten. Nicht ganz. Aber wir bleiben dran. 31 Meter ist relativ knapp. Bei so hohen Werten in der Geschwindigkeit. Oh, beide geben alles. Jeweils die Mauer touchiert. Jeder woanders. Ja, die Stabilität in den Kurven ist nicht so geil. Vier Zehntel Rückstand. Es könnte auch am niedrigen Abtriebswert liegen. Aber hier, die Gesamtmeter zu HD Carbon Mac sind weniger geworden auf der langen Geraden. Und das ist ein gutes Zeichen für uns. Ah, der Typ vor uns hat ein Problemchen gehabt. Wir kommen ran. Alter, schmeiß doch nicht so hart die Tür zu, ey. Ja, also die KI, um ehrlich zu sein, die hat echt... Ich meine, es war ein sehr gewagtes Überholmanöver, aber dass er halt wirklich so reingelenkt ist, als wäre da überhaupt niemand. Ich meine, das hat man ja auch schon in der Vergangenheit immer wieder gesehen. Die KI von Forza ist halt echt leider nicht gut. Und das bestätigt auch unter anderem Ray, der das Spiel, ja... sehr, sehr ausführlich spielt. Der bis jetzt fast jedes Forza gespielt hat. Und auch ich muss sagen, Forza 3 hatte eine sehr, sehr geile KI. Forza 4 habe ich dann kaum gespielt, aber... was in den letzten Forza-Teilen passiert ist seit den Driver-Teilen, das ist schon ein bisschen traurig. Du setzt halt zum Überholmanöver an. Es wäre eine sehr, sehr schöne Gelegenheit gewesen, auch mal ein riskantes Überholmanöver zu versuchen und nicht einfach immer an denselben Stellen. Ja, und die Typen hauen dich einfach weg. Ist halt ein bisschen doof. Und ja, ich bin mir dessen bewusst, es war ein sehr, sehr hartes Manöver oder wäre ein hartes Manöver gewesen. Aber dass der Typ halt überhaupt gar nicht drauf reagiert hat, das gibt einem ja Feedback darüber, wie sehr die Gegner auf sowas achten, wo der Gegner halt nun mal ist. Ich werde mal angenommen, ich hätte mich einfach verbremst. So kannst du ja auch nicht einfach reinlenken. Und sagen, ja... hast dich aber verbremst. Ja, habe ich. Tut mir auch leid, aber du hättest trotzdem verhindern können, wenn du ein bisschen Übersicht hättest und ein bisschen eine KI
So, du kennst das Spiel, du hast alle Daten über dieses Spiel. Du könntest doch theoretisch einfach alles überblicken. Und diese unangenehme Situation überbrücken. Unglaublich, wie viel schneller wir sind. Wahnsinn, ey. Das war ein krasser Sektor. Einmal freie Fahrt gehabt und direkt mal irgendwie... Ja. Eine absolute Bestzeit und ich rufe mal das Menü gerade auf. Mit der wir 2 Sekunden schneller sein werden als der Führende. Ja, ich weiß, ich hätte einen kühlen Kopf bewahren können, ich hätte auch später überholen können und dann hätten wir hier einen klaren Sieg gehabt. Aber das wollte ich natürlich nicht. Also einen klaren Sieg will ich natürlich schon, aber ich möchte auch nicht immer nur die altbekannten Schemata nehmen. Und damit überholen. So. Das war eine perfekte Kurve, finde ich auch. Ein bisschen sogar reingeslidet. Und zack, 2:17:08. In dieser Runde werden wir nochmal den 2. Platz holen, da bin ich mir ziemlich sicher. Für den Sieg wird es aber nicht reichen, leider. Aber nichtsdestotrotz, das wäre ein ziemlich cooles Comeback. Ah, Peters. Pete also auch hier mit Werbung dabei. Die Frage ist nur, was ist Peters? Vielleicht eine Barbecue-Sauce oder so. Oh, fände ich ja richtig cool. Wir sind Let's Player aus Deutschland und wir haben unsere eigene Barbecue-Sauce. Ey, ich würde es machen. Ich finde Barbecue-Sauce richtig, richtig geil. Nur hat einmal jemand etwas gesagt, was mir ein bisschen zu bedenken gegeben hat. Fabian Döhler war das. Der meinte, okay, nach dem Rennen. Boah, normales riskiert hier ranzukommen, aber vergiss es. Das war ein Fehler. Ja, 1, 2 Fehler waren drin. Er meinte, schau mal, wo die Dinger gelagert werden im im Supermarkt. Nicht mal im Kühlregal, darum geht's ja. Und guck mal, wie lange die haltbar sind. Und dass da demnach natürlich super viele Konservierungsstoffe und so drin sein müssen. Trotz dieser Fehler nur 2 Zehntel langsamer in der Runde gewesen. Schade, ey. Das wäre auch noch eine absolute Bestzeit geworden. Ah, hier nochmal ein bisschen was versucht, aber wir kommen nicht näher. Schade, aber es war doch ein sehr schönes Comeback, Leute. Also, in Bathurst sind wir deutlich besser unterwegs gewesen. Die Strecke lag uns doch ziemlich gut. Und damit holen wir hier den 2. Platz. Und vielleicht auch in der Meisterschaft den 2. Platz. 385 Punkte gab's. Und das war ordentlich. Hat Laune gemacht. Und ich denke, es war auch schön anzuschauen, das Rennen. Denn ja, ab einem gewissen Punkt habe ich dann auch gefunden, also die Stellen gefunden, wo wir Zeit verloren hatten, beziehungsweise wo wir Zeit noch rausholen konnten. Und das Replay speichern wir auch. Wir holen insgesamt den 3. Platz in der Meisterschaft. Das ist natürlich nicht ganz perfekt, aber auch nicht unbedingt schlecht. Und damit kann man definitiv was anfangen. Ja, ist okay. 5 Punkte vor Quiver 911. Und wenn wir uns da noch Carbon Mac geholt hätten, dann wären wir immer noch 3. gewesen.
Aber nichtsdestotrotz wäre natürlich eine bessere Position besser gewesen. Auf dem Siegertreppchen. Sie machen sich wirklich gut da oben. Danke, Kollege. Ja, ganz oben zu sein fehlt noch so ein bisschen auf der Liste, aber hey. So, Honda. Ich als McLaren Honda-Pilot muss natürlich die Credits nehmen. Nein, Quatsch. Ich nehme mal Honda, aber ich werde wahrscheinlich ab jetzt eher so auf die Fahrzeuge setzen oder so. Ich denke mal, die Fahrzeugsammlung könnte ein bisschen interessanter sein. Ja, Leute, beim nächsten Mal schauen wir mal, was wir uns an Fahrzeugen sichern. Wir werden definitiv mal die ganzen Schaurennen fahren, auch wenn ich es zu dem mal angekündigt hatte, bevor wir hier quasi mit Formel E begonnen haben. Da habe ich es leider vergessen. Und ja, wir können gerne auch die Mercedes-Benz Renntrucks nehmen. Und die Dinger kosten wie viel? 200.000 Credits. Hui. Das ist eine Menge. Ja, das ist eine Menge. Oder Sport Compact, die Klasse mal. Weil da haben wir sogar ein eigenes Auto. Plus 15 Credits auch noch. Ja, komm, den können wir eigentlich auch auspacken, oder? Oder wir fahren die drei Rennen und gucken mal, wie viel Kohle es hier gibt. Ja, für die nächste Stufe wird es definitiv noch nicht reichen, aber wenn wir hier jeweils 300 Punkte holen, dann sind wir bei 3615. Dann brauchen wir ungefähr so viel wie in diesen Events. Ein bisschen mehr noch. 1385 bräuchten wir. Also 5 mehr als hier bei den Touring Cars. Und dann hätten wir das Ganze geschafft. Und dann wären wir in der Evolution Championship. Naja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich denke, ihr auch. Wir sehen uns bei der nächsten Folge Forza Motorsport 7 wieder. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Euch eine gute Zeit. Macht's gut. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Haut rein.